die Nordmole in Mainz. Da bahnt sich was an. Noch 2,5 Stunden bis Konzertbeginn. Heute sind wir alle ganz frankophil. Mainz wird zu Mayence auf der Nordmole. Erlebt gleich der Chanson seine Renaissance mit Sass. Und die Menschen strömen schon zu Tausenden hier vor die Riesenbühne. Gleich geht's los. 5000 Sass-Fans wollen den französischen Chanson-Star sehen, hören und natürlich auch mitsingen. Am liebsten ihren Superhit. Je veux l'amour, la joie. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. C'est pas votre argent qui fait mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Der Star ist auch schon da. Sass fühlt sich wohl in Mainz, direkt am Rhein. Die Stimmung könnte nicht besser sein. Susanne und Sabine aus Bodenheim. Für sie ist es heute ein ganz besonderer Tag, denn sie sind hier. Weil Sis wie Sass klingt. Wir haben heute unseren ersten gemeinsamen Schwestern machen was zusammen Tag. Und deshalb Sass, weil Sass ist gut. Ja, erster gemeinsame Schwestern machen was zusammen Tag. Ja, Schwestern machen was mal zusammen. Was Nettes. Und Sass ist doch zweit. Eine tolle Musikerin. Die macht doch das, worauf sie Lust hat, was ihr Spaß macht. Und das gefällt euch, ja? Ja, na klar. Na immer. Wir treffen die, die macht, worauf sie Lust hat. Hinter der Bühne. Und jetzt gehen wir dahin, wo sonst keiner hin darf. Ganz exklusiv. Salut. Salut, ça va? Sass freut sich über unseren Besuch. Die Französin hat kurz vor Konzertbeginn noch richtig Lust, mit uns ein bisschen zu plaudern. Sie genießt vor allem das Ambiente auf der Mainzer Nordmole. Die Bühne direkt am Rhein, das Flair hat es ihr angetan. Sass wirkt vielleicht auch deshalb völlig entspannt. C'est pas de la nervosité, c'est de l'excitation. Ich bin nicht nervös, ich bin gespannt. Lampenfieber ist es nicht, positive Aufgeregtheit vielleicht, Adrenalin. Was? Adrenalin. Adrenalin. Yes. Es gibt sogar Zaungäste. 24 Grad, volles Haus, die Sonne lacht und dann ist es soweit. On ira écouter un aime au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bombés sous un feu de Bengale, on ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira. Die Stimme verzaubert nicht nur Sabine und Susanne. In Deutschland ist das Publikum sehr spontan und gibt viel zurück. Obwohl ich kein Deutsch spreche, versteht es meine Gefühle, die ich mit der Musik ausdrücken will. Und die Menschen geben mir hier so viele Emotionen und Energie zurück. Sass rockt Mainz. Wie ist es? Nicht tanzbar. Nicht tanzbar? Dafür sieht es aber ganz gut aus. Ja, aber ist schwierig. Schwierig. Kriegen Sie aber gut hin. Danke. Super. Super. Und alles tanzen. Hat verpasst. Hat echt was verpasst. Und tanzen, richtig tanzen, ne? Ja, tanzen ist super. Und dann ist er da, der Höhepunkt des Konzerts. Der Song Cheveux reißt alle von den Stühlen. Sass begeistert. Und das kommt richtig gut an hier, ne? Ja, ja. Schau dich um. Das Erlebnis war? Großartig. Magnifique. 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 Sass in Mainz. Das Chanson lebt.